Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Bridge Builder Racer. Dieses Spiel ist relativ leicht zu erklären. Ich habe hier ein Auto und da oben Geld. Das muss ich einsetzen, um hier zum Ziel zu kommen. Das Tolle ist, ich kann Brücken bauen, Leute. Was aber noch viel geiler ist, ich kann dieses Auto selber steuern. Wir sind hier gerade in Level 2. Das Tutorial habe ich gerade schon abgeschlossen. So, wir haben jetzt ordentlich Kohle schon ausgegeben. Haben jetzt letztlich nur noch einen Stern, was aber gar kein Problem ist. So, und jetzt kann ich eigenständig Gas geben, um die Sprungschanze zu nutzen. Frontflip! Well done, meine Damen und Herren. Auf Platz Nummer? Hier, Platz 133. Gar nicht so schlecht. Next Level. Okay. Ja, diesmal nicht ganz so krass. Warte mal, wenn ich es jetzt schaffen würde. Nee, da komme ich doch im Leben nicht rüber. So, ich gehe in den Fahrmodus. Und tja, doch, das schaffe ich. Das schaffe ich. Ja, rein das Ding. 135. Also, Platz 135. Was aber, glaube ich, ganz gut ist. Oh, jetzt muss ich hier einmal nach oben. Warte mal, wenn ich hier einfach den Sprung. Schaffen wir das? Ja, wir schaffen das. Und zack, Alter. Und verkackt. Gut, ja, dann würde ich doch einfach mal sagen, dass wir hier so... Weißt du, ganz ehrlich, Hauptsache, wir schaffen das Level. Mir doch egal, wie viel Kohle ich noch habe oder wie viel Sterne. Die Sterne kann ich auch nicht mit ins Grab nehmen. Aber den Victory schon. Platz 139. Mal gucken, ob wir irgendwann mal Top 100 werden. Oh Gott, was ist denn jetzt? Wie soll ich denn hier rüberkommen? So, Anlauf nehmen. Und ja, flieg, flieg, aber lieber. Ach, scheiße, fly. Okay, dann noch mal ein länger. Ist doch eigentlich ganz gut. Ich hätte hier sogar, wenn ich schaffen würde, 3 Sterne. So, komm, Junge. Flieg, das schaffst du, das schaffst du. Jawoll! Und Top 100, meine Damen und Herren. Platz 72 bei dem Level. Es wird immer besser. Was? Oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt aber schon ein bisschen weit. Aber warte mal. Ich habe hier Trick 19. Wir nehmen hier einen hin. Dann kommt hier einer hin. Und dann kommt nochmal hier einer hin. Und dann läuft das, Leute. Wir machen das jetzt hier. Ich mache sogar bei dem ersten Backflip. Backflip. Und ich fliege... ja, ich habe mich aber zu weit geflogen. So, warte mal. Er hier muss weg. So, dann packen wir dich vielleicht erstmal hier hin. Und dann noch den. Bam, Alter. Wahrscheinlich fliegen wir schon wieder viel zu weit. Nee, das war gut. Sehr gut. Und... Scheiße. Mann, das war richtig knapp. Warte mal, ihn hier kann ich nur noch mal... So, 2 Sterne. Oh, warte, ich muss mal kurz hier zurück. Und let's go. Hier kriegt ihr sogar noch einen Backflip, Leute. Backflip. Oh. Ja gut, das war doof. Und Andale. Andale. Bitte, lass mich drauf. Ja. Andale, bitte. Ja. Nochmal Top 100. Next Level. Ach, jetzt muss ich... Ah, okay, kein Problem. So. Klappt das? So, und... Jawoll! Läuft doch. Und wieder Top 100, Leute. Spielen das überhaupt noch mehr Leute als 100? Next Level. Alter. Ach nö, da muss ich noch ein bisschen noch hier unten. Ja, da fliege ich. Reicht das? Kann ich da einfach ins Ziel fliegen? Junge, dann hätte ich 3 Sterne. Los! Flieg und sieg, Sailor Moon! Okay, Sailor Moon funktioniert. Doch, Sailor Moon? Nee. Ich würde sagen, ja, man braucht wahrscheinlich jetzt hier nochmal so ein Ding, was einen auffängt. Es muss allerdings perfekt positioniert sein. Die doppelten P's, perfekt positioniert. So, jetzt fliege ich hier rum. Ja, okay, oh, und das war schon nicht gut. Wer schreibt mich hier? Deine Mutter! Okay, den Joke sollte ich... Nein, tut mir leid, ist nicht eure Mutter. Ist, GLP's Mutter. So, apropos Mütter. So, wir machen hier. So. Habe ich immer noch 3 Sterne. Und zack, da fliegt er. Da fliegt er. Das sieht doch gut aus. Ach, Mann. So, jetzt aber. Los, Sailor Moon. Flieg und Sieg. Jetzt, jetzt, jetzt. Jawohl, bisschen sogar. Okay. Unangenehm. Ja, da komme ich ja nicht mal ansatzweise, weil da brauche ich ja hier schon wieder was. Da haben wir jetzt aber nur noch 2 Sterne. Zack. Oh, 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 oh. Landung. Und ich bin dumm. Mann. Ach komm, Alter. Ich mache es jetzt so. Ich bin doch hier. Wer sagt denn, Hauptsache, ich muss das blöde Level schaffen. Das ist die einzige Aufgabe. Jetzt flieg mal rein da. So, zack. Dann hier rüber. Jo. Und dann flieg ich nochmal übers Ziel drüber. Super. Was haben wir? Ein Heißluftballon. Okay, ja. Muss ich über die... Ja, würde ich sagen, ne? Dann machen wir hier.
Jubidubidu, Leute. Zack. Weil ich will ja an sich schon darüber. Wir testen mal, was passiert jetzt. Und let's go. Wir fahren. Zack. Dann gönnen wir uns den... Den Blau brauchen wir nicht. Ja, wir brauchen nur hier ganz am Ende nochmal eine kleine Landung. Hier vielleicht. Weißt du, Lando Carissian. Einfach rüber. Nochmal den mitnehmen. Das passt. Das passt. Scheiße. Oh, jetzt haben wir aber schon wieder ganz gut Kohle rausgehauen. Bam. Wir hätten es auf jeden Fall, glaube ich, noch krasser machen können. Ja, was ist das denn jetzt hier? Okay. Ja, kein Problem. Ja, sehr gut. Hier drauf landen. Und... Jawoll. Platz 64. Wir kämpfen uns... rückwärts? Kann ich da nicht trotzdem einfach so rückwärts fahren? Ist doch egal. Naja, locker floggig, Alter. Aua. Okay, ja, wartet. Hier brauche ich schon einen Lünen, der mich hier rüberbringt. Oh ja. Oh ja. Let's go. Let's. Bitte. Let's go. Platz 27. 3 Sterne. So, was muss... Wie soll ich denn da bitte hochkommen? Ah, warte mal, so. Und dann turn ich. Und dann fahre ich den Rest. Logger flogge ich nach oben. So, mal gucken, ob das funktioniert. Erst. Bisschen logger. Dann. Eine gute Drehung. Sehr gut. So, warte mal. Jetzt gehe ich mal hier nochmal ein bisschen nach hinten. Um jetzt nochmal schön zu beschleunigen. Schneller, 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 schneller. Okay, warte mal. Hier den. Vielleicht so, dass wir insgesamt mehr Schwung bekommen. Oh, das muss doch funktionieren. Ich glaube, da kann ich sogar direkt hier drauf. Ja, sehr gut. Und dann gönne ich mir. Komm, komm, komm. Zieh, 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 zieh. Spring doch. Du hast es doch fast. Och, Mann, es war doch so knapp. Diesmal doch kompletten Schwung. Oh, bin auf den Kopf gefallen. Was für ein Spiel? Jetzt muss ich doch nur wirklich hier das Ding komplett ausfahren. Jawoll. Läuft doch. Platz 51. Da sind wir. Oh, was ist das denn jetzt hier für ein Digger-Karren? Sogar 2 von denen. Ich glaube, so funktioniert das ganz gut. Ich versuche direkt auf dem 2. zu landen. Und dann habe ich die nächste Sprungschanze. Ich weiß zwar eigentlich gar nicht, wo ansatzweise das Ziel ist. Und das war ein Fail. Ja. Ich muss ja hier noch einen kleinen Lönen. So einen ganz kleinen hier. Zack. Und dann nehme ich den und dann flieg ich direkt ins Ziel. Das könnte doch laut meiner mathematischen Berechnung durchaus funktionieren. Ja. Sehr gut. Oh, Mist. Gut, machen wir das anders. Wir verballern unser ganzes Geld und bauen eine Supersprungschanze, mit der ich dann locker easy ins Ziel komme. Ja. Oh, besser hätte es kaum laufen können. Jetzt der Flug. Was ist? Das ist doch eine Supersprungschanze. Besser geht's doch kaum. Das geht doch kaum. So, warte mal, jetzt habe ich noch ein bisschen Kohle übrig. So, und? Ja, ich lande auf dem Ding drauf. Aber ich muss jetzt halt auch auf dem anderen Ding landen. Das wirkt alles ein bisschen kompliziert. So, den Sprung schaffen wir. Dann gönnen wir uns auch den hier. Wartet, kurz drehen. Okay, jetzt fehlt mir wahrscheinlich einfach... Als ob. Ich habe mich festgefahren, weil ich dumm bin. So, das wird dann die kleine Minisprungschanze. Und dann gönnen wir uns hier... Die Superkante. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht mehr. So, das sieht schon mal... Oh, das sieht sehr, sehr gut aus. Let's go. Jawohl. Flieg und Sieg. Perfekt. Junge. Das war nice. So, was haben wir jetzt? Haben wir nur nach da oben? Achso, nee. Danach muss ich noch über... Alter, wie weit muss ich denn? Was geht denn hier ab? Ich guck mal, wie weit ich mit diesem ersten Sprung komme. Dann muss ich echt weiter gucken. Ja, okay. Bis nach da ganz oben kommen wir noch nicht. Wir müssen nochmal einen einkaufen. Und Geronimo! Fast. Okay, nochmal ein Un Poco. Straßenstucco. Da, Un Poco. Ja, Un Poco Grande. So, und dann würde ich sagen, dass wir jetzt hier nochmal die restliche Kohle verballern. Bei dem Ding. Sehen wir das nochmal schön saftig nach oben. Wir haben sogar noch mehr Kohle. So, das muss jetzt aber reichen. Glaubt ihr, das reicht? Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. So, hier wissen wir ja Bescheid. Hier wird das locker floggig. Jetzt immer mehr Tempo und... Bitte, bitte. Nein, es funktioniert nicht. Habe ich schon zu viel Kohle vorher? Ist diese Konstruktion nicht gut? Vielleicht sollte ich wirklich wieder diese, ne? Weil hier nimmt er ja wieder gut Speed.
Dann fliegt er. Dann nimmt er wieder ein bisschen Anlauf. Und dann muss er hier fliegen wie keine Ahnung was. Erster Sprung. Wie immer. Genial. Zweiter Sprung. Hat gerade so funktioniert. Und Sprung. Ja. Ja. Okay. Und. Nein. Hui. Hey, da bin ich wieder. Wenn ich aus dem Wasser draußen bin, kann ich auch steuern. Unter Wasser geht leider immer mein Motor aus. Vielleicht könnte ich ja hier tatsächlich genügend Speed mir holen. Wisst ihr, um jetzt... Kann ich das schaffen? So, jetzt hole ich mir den Speed. Und jetzt fliege ich. Ich fliege. Und ich komme einfach nicht weiter als da vorne. Wenn ich jetzt nochmal die Kohle praktisch hier hätte, um nochmal, ne, um hier praktisch was hinzubauen. Vielleicht müssen wir ja wirklich diese Taktik anwenden. Mit ein paar Sprüngen. Es kann funktionieren. So, wie immer, erster Sprung. Ein Träumchen. Zweiter Sprung. Geht gerade so gut. So, jetzt wird's wichtig. Ja. Oh, Leute. Oh, Leute. Jawohl. Jawohl. Well done. Ja, gracias. Okay, Leute, das war's mit einer kleinen Runde von Bridge Builder Racer. Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt eure Meinung, schreibt eure Meinung ganz oben in die Kommentare oder auch unten. Ja, ihr wisst Bescheid. Leute, habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.